Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu CSS. So, heute geht's so richtig los, wahrscheinlich mit dem bisher schwierigsten Thema. Zumindest hatte ich damit am Anfang ziemliche Schwierigkeiten, weil CSS macht es nicht so ganz einfach, das Position-Attribut zu verstehen. Aber ich möchte mein Bestes tun heute, damit ihr das alle mitkriegt, was da so abgeht. Okay, ich habe hier einfach mal übernommen, was wir bisher hatten, nämlich hier eine Div mit einem Rahmen, also dieses graue Ding hier ist der Rahmen der Div. Das rote ist der Inhalt, beziehungsweise die Hintergrundfarbe von dem Div. Und dann haben wir hier einen Link drin stehen. Wenn man drüber fährt, verändert sich die Farbe. Braucht man aber jetzt eigentlich nicht wirklich, nur dass wir irgendwas hier drin haben. Und einen Lorem Ipsum Text oben und unten dran, damit wir sehen, was außenrum passiert. So sieht HTML aus, aber es ist jetzt nicht wirklich spannend. Und wir möchten jetzt heute dieses Position-Attribut hier klären. Und zwar haben wir hier vier verschiedene Möglichkeiten. Inherit ist eh immer dasselbe, das erbt dann von dem nächsthöheren Attribut. Aber wir wollen heute über Absolut, Fixed, Relative und Static reden. Fangen wir mit dem obersten an, Absolut. Absolute Position ist, dass das Element so verläuft. Das heißt, es wird so klein wie möglich gehalten. Also ihr habt gesehen, das, was ich davor drin hatte, also nichts. Ach. So. Das ist hier komplett über die ganze Breite gegangen. Obwohl das Element selbst, also der Link, der innerhalb der Div ist, wir gucken uns nochmal die HTML an, hier ist nur der Link drin, sonst ist hier nichts drin. Und der Link, der geht nur bis zu diesem Rahmen hier. Deswegen wollte ich einen Rahmen bei dem Link haben. Aber die Div ging, oder der, die das Div, ging bis zum rechten Rand von unserem Browserfenster. Wenn wir das hier allerdings verkleinert haben, dann ist das mitgewandert. Wenn wir es vergrößert haben, logischerweise auch. Bei Absolut ist es jetzt so, wir kriegen... Ne? Okay, dann schreibe ich es nochmal hin. Position Absolut. Bei Absolut ist es so, wir machen das Ding so klein wie möglich und es fließt auch nichts irgendwie drumherum. Das heißt, es geht komplett verloren, was jetzt der Hintergrund zum Beispiel von dem Ding ist. Aber der Rahmen bleibt erhalten und alle Elemente, die drinnen waren. An was orientieren wir uns mit dem Teil? Naja, an tatsächlich dem oberen Element, also das, was drüber steht. Und ansonsten unten drunter, ist uns egal, links am Rand von dem Dokument, weil da ist ja nichts mehr sonst. Und ja, dann wird es einfach so hingeschoben, dass es irgendwie passt. Jetzt können wir hier mit der Breite, also mit Width, zum Beispiel 500 Pixel oder sowas, arbeiten, um das dann genau auf eine bestimmte Breite zu kriegen. Ich würde euch allerdings empfehlen, wenn ihr Width oder Height Höhe benutzt, dass ihr dann hier nicht irgendwie tatsächlich die Größe in Pixel angebt, sondern dass ihr wirklich in Prozent arbeitet. Also hier mit 100%. Das bedeutet, so viel Prozent der Seite nimmt das Ding ein. Und nehmen wir lieber die Breite, das ist vielleicht eindeutiger, das sehen dann auch wirklich alle hier. So, wir nehmen hier 100% der Seitenbreite ein und wenn wir hier die Seite weitermachen, dann sehen wir, dass es mitläuft. Das heißt, wir kriegen niemals das komplette Teil hier drauf. Deswegen vielleicht hier sowas wie 50% oder sowas nehmen, das ist eigentlich relativ vernünftig. Dann haben wir hier so 50%, das heißt, der Rahmen... Die Border ist hier auch noch komplett drauf. Achtung, wenn ihr hier 100% macht, dann sind die 100% wirklich für das Rote gedacht. Also von hier bis da. Und die Border zählt nicht zu diesen 100% dazu. Also immer ein bisschen was abziehen. Warum sollte man mit Prozentualem arbeiten? Naja, ein Fenster kann sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel das hier ist eine andere Pixelanzahl wie das hier. Und Prozent läuft mit. Und vor allem, wenn ihr jetzt an ein Tablet denkt, das hat vielleicht ungefähr... wenn ich es denn mal hinkriegen würde, so eine Auflösung vielleicht. Das ist dann deutlich schmäler, wie wenn ich jetzt einen Desktop habe, der hat vielleicht sowas hier. Und damit es einigermaßen vernünftig auf allen Geräten aussieht, sollte man vielleicht mit Prozent arbeiten und nicht mit absoluten Pixeln. Okay, genug über Pixel geredet. Jetzt geht es weiter mit der Position. Also wie gesagt, das hier sieht man jetzt hier und unten drunter ist noch ein Lorem Ipsum Text. Das heißt, wir müssen noch irgendwie diesen unteren Lorem Ipsum Text, der hier, wieder zum Vorschein bringen, denn der ist jetzt aktuell komplett verschwunden, wie wir hier sehen können. Das tun wir mit einem Z-Index. Man kann bei jedem einzelnen Element, also bei dem Div oder auch bei Paragraphen hier, P, kann man den Z-Index setzen. Ich kann jetzt euch einfach sagen,
der mit dem höchsten Z-Index gewinnt und ist ganz oben. Und ansonsten wird einfach immer der genommen, der als nächstes kommt. Wenn ich jetzt hier also 1 eingebe, dann sehen wir, dass wir nichts sehen. Aber wenn ich hier oben Z-Index auf minus 1 setze, dann ist plötzlich der Lorem Ipsum Text wieder da. Das heißt, einfach den Z-Index so setzen, wie ihr ihn gerade braucht. Und das Element, was ihr als oberstes haben wollt, das braucht den höchsten Z-Index. Okay, genau, so machen wir weiter. Und zwar mit Position, was kommt als nächstes? Fixed. Fixed ist ja relativ witzig. Wir können es uns einfach mal kurz angucken. Wir haben hier dieses Teilchen irgendwo hier stehen gerade. Aber wenn ich das jetzt hier zum Scrollen bringe, dazu brauche ich allerdings noch einen Div. Ich kopiere mir den einfach mal hier. Wobei, nee, ich schreibe mir kurz einen neuen Div. Und da kommt ein Lorem Ipsum rein. Kriegt eine ID. Und wird auf volle Höhe gesetzt, damit ich was zum Scrollen habe, damit ich euch das zeigen kann. Div 2, so. Und die Höhe ist auf 100%. So. Machst du vielleicht die Hintergrundfarbe noch irgendwie? Background Color Black. Wieso wird mir denn heute wieder nichts vorgeschlagen? Schön dann nicht. Tippe ich halt selber fertig. Okay, so. Jetzt sehen wir hier, dass die Höhe von unserem, also erstens sehen wir mal, dass dieses dieses Fixed Position hier dasselbe Problem hervorruft wie das andere auch, nämlich dass es hier über diesem schwarzen Teil hier ist. Das heißt, es gibt auch wieder Überdeckung. Außerdem sehen wir, dass unsere Höhe von 100% nicht funktioniert, wenn wir hier keine Position absolut oder sowas eingeben. Das heißt, da muss man auch immer drauf achten. So, und jetzt habe ich hier was zum Scrollen und jetzt sehen wir auch, was ich euch zeigen wollte, nämlich, dass hier einfach dieses Ding mitläuft. Das heißt, egal wie tief ich scrolle, es läuft einfach die ganze Zeit mit dieser Div, mit der Position fixed. Der ist einfach wirklich immer in eurem Fenster an dieser Stelle. Wenn ich hier mein Fenster resize, dann ist es immer noch an derselben Stelle und es wird auch nicht irgendwie verändert. Das heißt, immer derselbe Abstand hier. Also immer eine gewisse Anzahl an Pixeln vom oberen Rand und vom linken Rand. Okay, genau, das wollte ich euch zeigen. Und das ist auch schon alles. Also Fixed hat nicht wirklich viele Anwendungen, außer ihr wollt irgendwas mitlaufen haben. Und ich finde das eher nervig als irgendwie hilfreich, wenn irgendwas mitläuft. Relative ist wahrscheinlich das, was ihr am meisten verwendet. Übrigens, der Standard ist Static, deswegen brauche ich euch den nicht auch noch zeigen. Static ist quasi das, was wir immer gemacht haben. Sieht dann auch wieder so aus. Und Relative ist das, was ihr wahrscheinlich meistens benutzen wollt. Relative umfließt so passend, wie es gerade irgendwie möglich ist. Das heißt, es hat genau dieses Border-Box-Layout, das wir die ganze Zeit besprochen hatten. Ja, das heißt, ein relativ positioniertes Attribut oder Element wird immer relativ zu seinen normalen Position positioniert. Das hört sich jetzt verdammt kompliziert an, aber sagen wir einfach mal, wenn ich hier Position Relative eingebe, dann ist das hier mein normales Umfeld. Da gehört dieser Div-Bereich hin. Und wenn ich jetzt weitermachen möchte, dann kann ich den von diesem Fleck hier wegschieben, aber nicht von oben, nicht von unten, sondern wirklich von diesem Fleck. Das heißt, ich sage, wie viel soll es von da nach links verschoben werden oder nach rechts verschoben werden. Dann sage ich zum Beispiel right Doppelpunkt und dann 10 Pixel oder sowas. Hier würde ich übrigens auch mit Prozent arbeiten. Und dann sagen wir hier, okay, 10 Pixel nach rechts verschoben, das ist dann hier drüben. Oder wenn ich sage nach links verschoben, dann ist es eben in die andere Richtung. Das heißt, wir können angeben, um wie viel soll es verschoben werden in diese Richtung von dem normalen Standpunkt aus. Top und Bottom sind die anderen beiden. Also Bottom ist dann nach unten verschoben. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit man auch erkennt, was ich da meine. So. Bottom war von unten verschoben. Top war von oben, also
von oben nach unten geschoben, genau. Und wie wir hier sehen können, jetzt mach doch das Ding mal weg, wie wir hier sehen können, wird das automatisch hier von dem Text hier, das Schwarze rückt nicht irgendwie nach oder sowas, sondern es wird einfach nur nach unten geschoben und hier der Platz in der Mitte bleibt dann einfach da. Kann von Vorteil sein, kann aber auch von Nachteil sein. Ja, genau. Das ist alles zu Position. Jetzt noch kurz was zu Display. Display hilft uns für das, was ich gerade gesagt habe, dass es hier zum Beispiel einfach zu leeren Flecken kommt und man kann dadurch einige Sachen verändern. Wichtig, ob ihr es glaubt oder nicht, ist Display None tatsächlich. Das blendet einfach ein Element komplett aus. Das ist dann wichtig, wenn ihr irgendwie mit Hover arbeiten wollt, also Display None, dann wird einfach das Element komplett ausgeblendet und dann rückt auch der ganze Content nach. Also dann ist wirklich, als wäre das Element nicht vorhanden. So, wenn ihr jetzt irgendwie Hover über irgendeinen Link oder zum Beispiel dieses schwarze Teil hier macht, dann könnt ihr das Ganze wieder einblenden und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt so dynamisch irgendwas erstellen. Also Display None komplett zum Ausblenden, da wird auch der Platz dann wieder freigegeben. Das heißt, der wird dann aufgefüllt sozusagen. Okay, Display Inline funktioniert so, dass es euch, dass es die Divs plötzlich nicht mehr als Block-Elemente, wie ich es euch gesagt habe, fungieren, sondern dass sie jetzt eher als Spans fungieren. Das heißt, wir haben hier immer noch denselben Block frei, aber wir haben hier nicht mehr die volle Breite. Wir können natürlich die Breite wieder anpassen, aber per Standard ist es das natürlich nicht. So, und was haben wir hier standardmäßig drin gehabt? Wir hatten einen Div, den wir gerade bearbeiten, deswegen Display Block verändert gar nichts daran. So wird das standardmäßig angezeigt, aber ihr könnt Display Block auch für irgendwelche Links oder sowas benutzen. Die werden dann auch als Block dargestellt. Okay, also so wie Paragraphen sozusagen. Gut, und dann gibt es natürlich noch das, was ich euch schon letztes Mal gezeigt hatte, nämlich Inline Block. Das ist hier. Inline-Block ist ziemlich cool, vor allem wenn man irgendwie was mit Float arbeitet und das würde ich euch dann in dem passenden Video dazu zeigen, also nicht irgendwie aufregen, dass ich jetzt hier nicht alles mache. Eine letzte Sache möchte ich euch noch zeigen, ihr erinnert euch an Display None, das war das hier, da verschwindet das Element komplett. Was passiert, wenn ich hier zum Beispiel Visibility, Doppelpunkt und dann Hidden verwende? Was ist der Unterschied, was denkt ihr? Display None habt ihr gerade gesehen. Display None sieht so aus und Visibility Hidden sieht so aus. Warum sieht Visibility Hidden so aus? Naja, da wird einfach der Platz nicht freigegeben, es ist einfach nur unsichtbar. Das Element ist quasi 100% durchsichtig, aber immer noch da. Und Display None hat einfach das Element komplett aus der Seite rausgekickt. Völlig brutal. Okay. Okay, dann war's es erstmal für heute und ja, nächstes Mal gibt's volle Lotte mit Float und so weiter. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.